Oh, Benjamin, du lieber Elefant. Du wirst heute noch nicht in deinen Sarg verbannt. Dafür gehen wir zu Mustache Mustache Man. Ich bin dein größter Fan. Du hast dein Gesicht zerstrapeziert, damit es als Orange-Schmalzbremse fungiert. Oh, Mustache Mustache Man. Anführer vom Bart Clan. Damit es oben funktioniert, hat er sich unten drangsaliert. Oh, Mustache, Mustache Man! Es funktioniert nicht mehr, die Sozialschicht zu integrieren. Das wird auch nie mehr funktionieren. Du musst eher ein Kraftwerk entführen. Ja, ich habe lange an diesem dämlichen Text gesessen, musste jetzt das Ende nochmal neu aufmachen. Weil ich keine Ahnung mehr hatte, was ich mir ausgedacht habe. Diese Stage ist eine wandelbare Stage. Wenn man einen bestimmten Trigger ausgelöst hat, ich glaube, ein bestimmter Boss, ich habe keine Ahnung, wer das ist, dann ist dieser Teil hier anders. So, und weil er das hier ausgewählt hat, komme ich an diesen E-Tank-Klein da nicht ran. Deswegen muss ich jetzt... Kann ich keine Elektroenergie... Fark! Vergeuden? Ui! Sondern muss hier aufpassen. Nämlich, wenn diese Stage etwas verändert hat, durch welchen Trigger auch... Verdammt, spring doch! Ich habe die Taste gedrückt, verdammt nochmal! Oh, danke schön. Wenn sich, wie heißt es, diese Stage ändert, dann ist es dort auch etwas so dunkler wie hier. Aber spielerisch ist es nur etwas einfacher geworden, weil dann diese komischen Funken auf den glasigen Röhrenböden nicht mehr da sind. Und es ist ein wenig... Ey, den habe ich doch eindeutig hier durchgenudelt mit meinen Durchnudler-Eier an... Was? Du kommst von hinten. Wenn diese von hinten kam. Ich muss ansonsten mal, glaube ich, meine Steuerung ein bisschen umstellen. Dieses Doppeltappen zum... zu dem hier machen, ist ein bisschen blöd. Ich habe zwar auch eine Taste für... Oh, habe ich noch nie mit meiner Standardwaffe gemacht, den Kerl hier. Aquakanone! Aqua... Wie nennt sich das? Aqua Laguna? Nein. Ah, das war was anderes. Aquaknache, genau. Wusch, wusch, wusch. Der hält aus. Da habe ich, wie gesagt, glaube ich, fuck, noch nie mit meiner Standardwaffe erledigt, sondern immer mit einer anderen Waffe, die ihn sehr, sehr schnell umbringt. Boah. Sieht aus wie ein Grinsekatzengesicht, ne? Ist auch egal. Jedenfalls, apropos Pokémon. Die liebe Cindy pflegt es gerade irgendwie zu ihre Auswahlen, zu dechiffrieren in irgendwelche Pokusnesisch-Fabrikat-Begriffe, sag ich jetzt mal, mit denen ich nichts anfangen kann, weil ich kein Pokémon kann. Und das ist schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ui. Das ist sehr, sehr schwierig für mich. Deswegen auch keine Rätsel einbauen. Nein! Ich will die Brüste nicht mehr in irgendwelchen Push-Up-BHs, dass man nicht mehr weiß, woran man ist. Nein! Ich will sie nackend auf dem Tisch liegen haben, damit ich genau weiß, was für eine Milch ich mir ins Haus hole. Teenage Mutant, toter Turtle, Teenage Mutant, toter Turtle. Ich nehme mir doch noch ordentlich Schaden rein. So, da kommen wir... Fuck, wie? Da komme ich jetzt... sogar noch dran. Sehr gut. Das ist unser zweites Power-Upgrade. Power-Upgrades gibt es in jeder Stage. Das heißt auch in der Chill Penguin. Aber dazu brauche ich auch eine extra Waffe, um mich... Oh, danke. Du bist zu großgütig. Zu großgütig. Ui, shit. Um mich daran zu laben, brauche ich eine andere Spezialwaffe. Und ich glaube, ich... Mist. Ja, ich Mist. Ich habe keine Ahnung mehr, wo diese Viecher kommen. Ah, da kam er. Hey, Mann, da. Wieso schieße ich dran vorbei? Sie sehen so groß aus. Oh, fuck. Fark, meine ich. Fark. Willkommen beim Bossgegner dieser Stage. Sparkman, oder auch Sparkman, oder auch Pharao-Man. Ich weiß nicht, er sieht vom Gesicht her aus so ein bisschen wie ein Pharao. Mit seinem Kinnbärtchen. Ist meiner Meinung nach einer der schwersten Gegner, wenn es darum geht, ihn mit der Standardwaffe zu erlegen, die ich gerade habe. Weil... er einen breiten Körper hat, voller Muskeln aus Stahl. Ich habe jetzt bisher noch Glück gehabt. Oh, was macht er? Okay, ich muss nämlich ein bisschen mit meiner Aufladung hier kämpfen. Er hat nämlich einen Angriff, den hier. Den kann ich nur mit der allerhöchsten... Shit. Mit der allerhöchsten Aufladung kann ich ihm entgegenwirken. Mach den hier! Danke. Kann ich ihm entgegenwirken. Weswegen, weil wenn er diesen Seitenlinksangriff... Nicht den hier... Ui, shit. Ui, jetzt wird's knapp. Also, wenn er diesen macht, dann kann ich ihn nur mit der höchsten Aufladungsstufe, die ich gegen seinen mächtigen Oberkörper schleudere, kann ich ihn zurückschleudern.
dass er den Angriff nicht weitermacht, unterbrochen wird und mich in Ruhe lässt. Also, damit ich entkommen kann. Das Problem ist, er kann direkt danach wieder machen, er kann ungünstige Angriffsintervalle durchziehen, sodass ich keinerlei Chance habe, dem Angriff zu entgehen. Und deswegen war ich ein wenig auf sein Gutdünken ausgelegt, angewiesen. Ich habe eine gelbe Windel an. Ja, ich kann mein Öl nicht mehr halten, glaube ich. Naja, wir haben Mustache Man, General Sergeant, General Feldmarschall von und zu. Stahlbart ist erledigt. Jetzt haben wir noch Launch Octopü, den fliegenden Adler Eagle, hinaus in die Freiheit, den leckenden, lusterknabigen Echsenmann von nebenan aus dem Wald, den Schneidowski Papierfaltkünstler und immer noch die Benjamin Blümchen. Und wenn der Bernd hier an dieser Stelle einen Gegner als Favoriten auswählen darf, weil das für ihn den weiteren Weg erleichtert wegen zusätzlicher Fähigkeit, die er braucht, um andere Dinge zu wählen, zu bekommen beim ersten Durchgang, dann wählt er den Igel Magnetokopf. Oder vielleicht auch den Boomer Kuhn. Wie habe ich den jetzt eben genannt? Doch, Boomer Kuhänger heißt er. So, kann man nehmen. So, X-Man. Genug Spitznamen, auf Wiedersehen.